Wir sitzen eigentlich immer hier draußen, genießen die Terrasse, was immer noch geblieben ist, haben aber, so wie heute hier, ne, super Schutz vor Wetter. Das Schöne war, wo Alukow gestanden ist, 2 Wochen später sitzen wir hier, Karin und ich, ganz gemütlich draußen und schauen nach Karlsheim hinein. Da kam eine ganz schwarze Front. Haben wir gedacht, okay, jetzt kommt Regen. Gucken wir mal, ob das dicht ist, die Überdachung. Ja, was wir aber nicht gedacht haben, das war kein Wetter, was reingekommen ist, das war ein Orkan. Das war ein Orkan mit über 120 Stundenkilometern, die da reingekommen ist. Und wir sind hier draußen gesessen und haben aufgepasst, was macht jetzt unsere Alukow-Überdachung. Die Bäume, die haben alle nachgegeben. Alukow hat auch gearbeitet, ja. Hat auch Widerstand geleistet. Ist kein Wasser reingekommen, nichts. Wir sitzen jetzt schon seit Oktober immer wieder draußen. Gut, wir haben einen schönen milden Winter gehabt. Wir haben hier am 24. Dezember ganz gemütlich Kaffee und Kuchen gemacht, genauso am Silvester. Unsere Nachbarin, die ist gekommen am 1. Mai. Da war es wirklich draußen kalt. Und da ist sie zur Haustür reingekommen, sagt zu uns, wo ist Karin? Er sagt, sie ist auf der Terrasse. Unsere Nachbarin guckt, dann kommt sie raus, dann sagt sie, so warm ist es hier? Dann haben wir gesagt, ja. Und sie hat dann gemeint, ja, jetzt wissen wir auch, warum du immer hinter draußen bist, warum du nicht mehr rauskommst vorne. Ist ja klar, wenn man hinter draußen schön hell alles hat und schön luftig hat, dann kann man doch nur hinten draußen in Alukow sitzen. Meine Lähmung ist ja so, dass ich immer was Warmes brauche. Und wenn ich jetzt hier draußen sitze und ein Buch lese, dann kann ich feststellen, dass Alukow sich schön aufheizt. Meistens so auch zwischen 25 Grad und 30 Grad im Frühjahr, wenn wir das haben. Und dann kann ich hier lesen ganz gemütlich und es tut meine Gesundheit einfach gut. Und jetzt sind wir hergegangen und haben auch das ein bisschen eingerichtet, dass ich besser fahren kann mit dem Rollstuhl. Wir haben mit den Monteuren ein bisschen geredet und haben dann die Schiene von Alukow hier unten alles so versenkt in der Terrasse, damit die Terrasse leicht zu überwinden ist. Wir brauchen kein Wohnzimmer mehr, wir brauchen kein Esszimmer oder kein Fernsehen mehr. Man kann hier schön essen, man kann schön relaxen. Man kann sich einfach wohlfühlen.